Wir schreiben das Jahr 2026 an. Heute wurde der letzte Brief der Deutschen Post verschickt. Damit geht die deutsche Postgeschichte seit der Gründung der Post im Jahre 1490 und der Privatisierung der Post im Jahre 1995 zu Ende. Annette, Annette, komm mal, Annette. Ob der Geschäftsleitung der Deutschen Post bewusst ist, was die Einstellung des Briefverkehrs für die rund 500.000 Mitarbeiter und die Börse bedeutet? Wieso weiß ich davon nichts? Das habe ich Ihnen letzte Woche schon gesagt, dass der letzte Brief bald rausgeht. Aber Sie haben ja nur noch Ihr E-Postbrief im Kopf. Sie wissen doch ganz genau, wie die junge Generation heute tickt. Deswegen, liebe Kinder, Handys sind böse. Schreibt lieber Briefe. Ha. Hilfe, ist ja gut. Wo ist der Brief? Mirko, komm mal schnell. Du musst den letzten Brief orten. Er wurde in den Briefkasten 2636 eingeführt. Die Spur führt in ein abgelegenes Waldgrundstück. Deutsche Post, wir haben hier euren letzten Brief. Und wenn ihr wollt, dass dem nicht passiert, dann will ich Sie, Herr Appel, allein in 30 Minuten mit 7,5 Millionen Euro hier sehen. Ansonsten ist es zu spät. Sie haben hier den GPS-Tracker. Was machen wir jetzt? Ich rette den Brief. Da bist du ja. Lass uns abhauen. Herr Appel, haben Sie wirklich gedacht, Sie kommen hierher, nehmen den Brief einfach mit, ohne zu bezahlen? Kein Geld, kein Brief. Kein Brief, keine Kommunikation. Können wir das nicht anders regeln? Geld regiert die Welt. Hasta la vista, baby. Gute Arbeit, Jungs. So, ich lasse mal jetzt in Ruhe. Ich wünsche alles Gute, Großer. Alles klar? Wie konnte es nur so weit kommen? Die Spezie Brief wurde nun offiziell vom Chef der Deutschen Post als ausgestorben erklärt. Die Beisetzung des letzten Briefs findet im privaten Rahmen statt. Wir haben alle zu seiner Existenz beigetragen. Auch wenn er kleinschrittig von der technischen Entwicklung verdrängt wurde, so konnte er doch auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Mit ihm sind wir einen wunderbaren Weg gegangen. Wir haben gelacht, gefeiert, gehofft. Da wird immer eine Lücke bleiben, die er bisher ausfüllte. Denn er wird ewig in unseren Gedanken, in unseren Erinnerungen und in unseren Herzen sein. Ruhe nun sanft in Frieden und mach dir keine Sorgen. Lasset uns beten. Es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass du schnell von uns gegangen bist. Du warst wie ein Sohn für mich. Du warst für viele hier mehr als ein Freund oder alltäglicher Begleiter. Du warst schon immer sehr eigenwillig und hattest immer ein festes Ziel. Ich glaube, dass dein Tod deine eigene Entscheidung war. Manchmal sollte man gehen, wenn es am schönsten ist. Lasse es nicht so weit kommen. Du lebst? Ein Brief stirbt nie. Sie hätten ihn besser per Einschreiben verschicken sollen.